Pfannengerichte sind schon was Geniales. Sie gehen schnell und machen die ganze Familie satt. Heute zeige ich euch ein kostengünstiges und schnelles Pfannengericht: Hackfleischpfanne mit Bohnen, Paprika, Tomaten und Kartoffeln. Es ist alles drin: Fleisch, Gemüse, Kartoffeln und auch Soße. Wie ich diese Hackfleischpfanne gemacht habe, darum geht es in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Die Zutaten lasse ich hier wieder nur durchlaufen. Ihr könnt sie aber unter diesem Video nachlesen. Außerdem findet ihr alle Links zu meinen selbst eingelegten, eingekochten oder eingemachten Zutaten. Da die Kartoffeln ja eingekocht sind, müssen sie erstmal abgeschüttet werden und gut abtropfen. Dann kommt ein Esslöffel Butterschmalz in eine heiße Pfanne und darin werden dann die Kartoffeln angebraten, wie Bratkartoffeln. Die Kartoffeln werden etwas kleiner geschnitten, aber nicht in Scheiben. Nebenbei können die Zwiebeln schon mal geschält und in Streifen geschnitten werden. Dann wird eine zweite, größere Pfanne aufgesetzt und erhitzt. Da kommt dann ebenfalls ein Esslöffel Butterschmalz rein, in dem die Zwiebeln scharf angebraten werden. Jetzt wird das Hackfleisch hinzugefügt und ebenfalls gut und kräftig angebraten. Das Hackfleisch muss komplett durchgebraten werden und darf auch ruhig gut Farbe angenommen haben. Als Gewürz braucht es nur Salz und Pfeffer. Es waren schon zwei Cherry-Tomaten reif, die habe ich da ebenfalls mit reingeschnitten. Jetzt werden die Paprika gewaschen, entkernt und in Streifen geschnitten. Die kommen dann ebenfalls in die Pfanne. Ebenfalls kommen die Bohnen dazu, wenn sie gut abgetropft sind, weil sie sind ja ebenfalls eingekocht gewesen. Inzwischen sind die Bratkartoffeln fertig und kommen auch in die Pfanne rein. Das Ganze wird jetzt gut erhitzt und durchgeschwenkt, durchgerührt, bevor dann die Sahne zugefügt wird. Jetzt auch noch die Tomaten hinzufügen, alles wieder gut verrühren, heiß werden lassen, mit Salz und Pfeffer eventuell nochmal nachschmecken, Knoblauchmus hinzu und dann sieht unsere Pfanne so aus. Jetzt nur noch anrichten und schmecken lassen. Ein weiteres Pfannengericht ist meine Steakpfanne. Die könnt ihr euch hier oben in diesem Video mal anschauen. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.